weiter. Und hier stehen noch zwei Exoten rum. Die schauen total gelangweilt aus. Ich frage mal, was sie hier tun. Hallo, ich bin Dario Giuseppetti. Bin hier zuständig fürs Catering bei X-Lightline. Das ist der gute Mann. Bis jetzt habe ich gemeint. Was gibt's denn zu essen? Es gibt heute verschiedene. Sollen wir da hin? Ja. Ja. Ich zeige Ihnen was. Ja. Oh, geil. Echt aus Italien importiert. Es wird so gegessen. Man steckt die hier rein. So. Und dann man nimmt so. Oder mit Gabel, ist egal. Zack rein. Und zack und rein. Gut. Na komm. Und dann was noch? Das sind Kapern, oder? Die sind ganz salzig, gell? Mm-mm. Nicht? Ehrlich? Nein, nein, nein. Süß. Verschiedene Brot. Trinken gibt's auch gut. Wellness-Drink. Es gibt auch verschiedene Brot hier. Pikant Peperoni. Super, super Kappa. Artischocke eingelegt, Artischocke. Getrocknete Tomate eingelegt. Bohnen, Oliven, so. Obst. Espresso muss sein. Dann kommt originale Parmaschinken San Daniele. Richtig. Heute es gibt so eine italienische aus Abruzzen. Kartoffel, Gemüse, Bratwurst mit Kräuter, also wirklich sehr, sehr lecker. Und das ist italienisch mit Bratwurst? Genau. Bratwurst gibt es in Italien auch? Ja, gibt es auch. Aber nicht so eine andere italienische Bratwurst, aber deutsche Bratwurst. Schade. Okay. Und hier, ja, ganz wichtig. Bier, Cola, Fanta, Wasser. Da ist echt Bier drin, oder was? Das ist Bier. Eine Kombination. Ja. Warum steht es nicht da? Ja, ist es heimlich oder was? Keine Ahnung, das stimmt. Man muss. Das ist Bier. Das ist Bier. Ist es Kölsch, wenn wir hier in Köln sind? Oder was ist das? Das ist Kölsch, Kaffee. Es ist noch ziemlich früh, aber ich probiere trotzdem. Mein Chef steht auf Kaffee. Muss. Auf was? Auf Kaffee-Kölsch. Kaffee-Kölsch. Kaffee. Ist original Kaffee. Aus Köln. Okay, ich kenne mich nicht so aus mit Bier. Nein. Aber es schmeckt gut. Ist gar nicht so arg stark. Ja, das ist schon ein leckeres Bier. Mm. Also es gab für jeden Tag immer was anderes. Also, ne, so 6 Tage, jeden Tag mal was anderes. Am Essen meine ich. Und wo bereitest du das Essen vor? Das dürfen wir nicht sehen. Ja. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen wild auf dem Essen. Du hast sowieso alles eingelegt. Und dann brauchst du nur was auszupacken und dahinter ist es. Chaka chaka. Sehr gut, okay. Ja. Super. Besser, wenn du mir nichts sagst. Das ist ein improvisiertes Auto. Ja, natürlich. Dario ist schon wieder am Essen. Du isst immer, wenn ich dich sehe. Mhm. Möchtest du auch? Sieht man nichts am Bauch. Noch nicht. Noch kein Bier. Ich esse auch gleich was, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, weil ich bin ja nicht im Urlaub, so wie du. Ja, genau. Kann nicht jeder so ein einfaches Leben haben wie die Rennfahrer, ne? Aber ja,